Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Praise Sigmod und klasse, dass ihr wieder am Start seid. Ja, dann wollen wir mal gleich wieder umswitchen zur dunklen Ernte, denn wir haben ja einen Endboss. Und sorry, dass ich dann die 11. Folge so abrupt beendet habe. Dafür geht es jetzt wieder krass weiter. Und zwar... Okay. Haben wir nämlich noch so einen Heinz da hinten am Stehen. Oh, da ist ja noch einer. Was mache ich denn jetzt? Okay. Was macht er denn da für Geschichten? Kann ich den irgendwie... Hab ich jetzt schon entdeckt? Nee, hat er mich nicht. Noch nicht. Jetzt mal das mal ganz so. Ach, du Schiete! Das war toll. Na super, klasse. Da hat man doch gar keine Chance oder wie, oder was? Herrgott, Sakra. Ja, hier gibt es wieder ganz wenig Rote hier. Da ist auch noch einer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, was ein Brüllaffe hier. Habe. Ist ja keine Anzeige dran. Schade. Also ist das kein Endbond-Boss. Endboss-Kampf. Oh, der ist schon hin! Hier geht ganz gemütlichst die anderen. Da ist ja noch einer! Na, klasse, Popasse. Jetzt habe ich keine Werfer mehr. So, ja, ich hab nur noch einen. Mist, du Mann. Mist. Ah, hier. Und da hinten ist auch noch ein Waffenschrank. Das wird immer wieder gespawnt. Das ist ja cool. Aber wie einfach ist das denn? Okay, er ist jetzt weg. Uff, kaputt. Der ist jetzt auch weg. Aber es gibt wieder so dröhnende Geräusche hier. Wie viel sind es denn? Wahrscheinlich alle guten Dinge sind 3 oder sowas. Okay. Jetzt sollte ich mal zusehen, dass ich irgendwo mal mich aufrüsten kann. Was denn jetzt? Bastards! I'll kill you all! Er hat Jen mitgenommen. Human. You have my gratitude. I have not realized how much of a nuisance the hidden were becoming. It is fortunate that your efforts forced me to take notice. Where have you taken her? Ah, yes, the female. You are surprisingly focused. By now you must realize there is no way out. No way but to drown. Don't you hurt her! Oh, yeah. Ja, das sieht nicht gut aus für Jen, so wie ich das hier mitkriege. Das sehe ich so. Mist, jetzt muss ich durch hier. Die Verfolgung. Oh Mann. Okay, ein bisschen Regeneratives haben wir hier noch zu liegen. Na! Mommy, help me! Jen, I'm coming for you!
geführt. Okay. Wallwalk aktivieren. Oh, hier kann ich auch was saugen. Perfekt. Mann, oh Mann, oh Mann, ich trau mich nicht. Einer hat Spielbeschreibung gelesen. Ja, da unten liegt er. In der Spielbeschreibung habe ich gelesen, dass sich diese Aliens in so einer Art Dyson-Sphäre befinden. Und Star Trek-Kenner werden natürlich wissen, was eine Dyson-Sphäre ist. Also eine Welt innerhalb einer Kugel. Ja. Hier kommen wir natürlich nicht. Ja, ich kann saugen. Wo kann ich ihn saugen? War wohl ein Fehler oder was? Da läuft wieder was. Ja, ich glaube, ich werde mal hier ihn da mal mit einer Geschichte überraschen. Sind die besser gepanzert jetzt oder wie? Genau, lenk ihn mal ab, dann kann ich eine. Ach, der ist schon. Nee, der ist noch nicht. Okay. Manometer, Manometer. Wirklich surreal hier. Scheiße! Kommt da so ein Typ da plötzlich um die Ecke rum? Ist er jetzt auch tot? Nein. Doch, ist er. Jetzt ist er hin. Okay, dann bin ich durch. Moment mal. Hier kann man hin. Hier gibt es noch ein bisschen Bombenkram. Dann werden wir hier den Alarm abschalten. Hier gibt es nichts mehr. Vorsichtshalber mal eine Waffe nehmen, die gut ist. Aha. Immer gucken hier. Na gut, okay. Ich bin ja schon voller Lebenskraft. Okay. War hier wieder was einzugeben? Ach so, das ist wieder ein Code. Okay. Das heißt, wir müssen mal wieder einen Code suchen. Schöne Sache, das. Gehen wir mal hier in den Raum. Vielleicht ist er hier auch wieder beschrieben. Ja, diesmal nicht, liebe Leute. Oder was muss ich hier machen? Hä? Ach, das ist ein Fahrstuhl oder was? Ah, ich muss mal wieder umschalten, sorry. Ach doch, hier steht was. Was steht denn hier? Ebene 2, Ebene 1. Transportvorgang. Okay. Was hat sich jetzt getan? Ach so. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Alles klar, ich befinde mich auf Ebene 1. Gut. Dann gehe ich wieder hier hin, um auf die Ebene 2 zu kommen.
Mal wissen wir, wo wir hin. Ah, hier. Da müssen wir hindrücken. So, Dille. Jawoll. Da wird ein Schuh draus. Shit. So weit weg. Was ein Konstrukt hier, welch ein Gebilde. Man, so dark in here. I'm doomed. Okay, mal eben wieder das Feuerzeug hier angemacht. Na, wo bist du? Nützt nix. So weit weg. Alles klar. Wo schießt du denn hin? Ach Mist! Hat er meinen Körper getroffen? Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Ja, auch das ist gut zu wissen. Sollte ich mal ein paar rote finden, wenn sie hier sind. Gesät. Oh, hier gibt es eine Waffenkammer. So, wie kann ich jetzt die Laser hier ausmachen? Ach, damit, okay. So. Das war wieder ein bisschen zu voreilig. Da habe ich mich ein bisschen voreilig abgeschaltet. Jetzt aber. Jetzt sind sie deaktiviert. Das ist gut so. Dann wollen wir mal gleich mal gucken, was es hier alles gibt. Das ist nur Flavor-Armatur. Aber die Teile. Sehr schön. Ja, da kann ich mal gleich diese Fliegenwaffe nehmen. Ach, kann ich mich hier saugen? Sieht so aus, als wäre es hier ein Saugeteil. Ja. Okay. Oh, war ja, was ist denn hier los? Vulven. Vulven. Vulvas. Okay, und was jetzt? Ah, da liegt wieder so eine Pille und da oben ist auch noch eine Pille. Immer gut gucken. Und hier ist auch noch eine Pille. Was heißt denn das denn jetzt bitte sehr? Ich werde die Pillen hier mal reinschmeißen, ob ich die eventuell als Bombe nehmen kann. Hier oben hoch komme ich nicht. Dafür komme ich hier oben hoch. Schauen wir mal. Okay, da ist noch nichts offen. Ich springe mal. So, bin ich schneller unten. Ja, was jetzt? Her. Ja, ich glaube, ich muss hier in die Arena rein, so wie das aussieht. Ja. You are very persistent and... Get out of my head! Wow. Aha. Shit. Schlüpfen da wieder rein. Wie übel ist das denn? Ah, er auch gleich. Oh, der hat einen Schutzschirm hier drum. Aha. Mann. Super und tschüss. Ich bin jetzt im Arsch. Ja. Aber dafür habe ich ihn auch noch gekillt. Roten. Hat man gekriegt. Aha. Schön, okay. Shit. Shit.
Ich komme auch wieder nicht hoch hier. Ich glaube, hinter mir aus so einer Vulva auch noch so ein Teil. Wieder einer. Oh, ich hab hier noch. Kann das nicht so schnell sehen. Oh, und von hinten wieder. Voll von hinten gepiept. Ja. Mann, oh Mann. Moment mal. Das ist effektiver. Wow. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Okay. Wo ist der nächste? Ist ja nur noch Erfrischung hier auf dem Weg? Nein. Ich höre wieder was. Da oben. Okay, ist hin. Aha. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte Hans Rüdiger Giger das designt. So, sind wir fertig hier? Ist jetzt Ruhe. Nee, die Musik bleibt noch dramatisch. Okay. Okay, ich hab's geschafft. Oh, okay, jetzt heißt es erstmal den Wallwalk hoch. Menno. Also komme ich auf die Ebene drauf. Jawohl. Quietsch. Und erstmal alles abgrasen. Nee, ist nichts. Was heißt das jetzt? Das heißt wohl, ich muss hier die Pille irgendwie wohin schieben. Aber wohin? Aha, okay. So, kann das sein, dass dann immer eine da rauskommt? Ich teste mal. Dann weiß ich, wenn eine neue Pille irgendwo ist, dass ich hier was aufbrechen müsste. Aber... nee. Die Waffe ist alt. Alt und entladen. So, nochmal gucken. Hier habe ich einen Wallwalk. Hier habe ich einen Wallwalk. Aha. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Wallwalk nehmen. Und zwar diesen hier. Weil den habe ich ja genommen. Ah, ja. Jawohl. Weiter sind wir. Mann, oh Mann, oh Mann. Wird mal ganz schickerig hier. Ne? Oha. Naja, gut, erstmal hier. Was? This'll make a mess. Das. Hilfe, was ist das? Okay, da bin ich her. Jetzt mal um die Ecke. Okay, das macht Spaß. So macht's keinen Spaß. So macht's Spaß. Und jetzt? So macht's keinen Spaß. Also. Sammeln und umdrehen. Get used to that. Daran kann ich mich auch nicht so gewöhnen. Okay, geht das also hier weiter. Mal gucken, mal wieder hier diese schöne Waffe. Okay.
Okay. Das war wohl ein bisschen zu voreilig, weil ich muss da oben. Ja, genau. Komme ich hier drauf und. Na, Sufi. Muss ich auch noch direkt treffen. Nichts mehr, also reich mir deine Gummihand, Madame. Aber okay, gibt es wieder ein bisschen was aufzufrischen. Oh, 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 oh. Was ist das? Ein Riesenstrahl. Ein riesiger Strahl. Was passiert denn da in dem riesigen Strahl? Okay. Der wird aktiviert. Das ist periodisch. Ergo. Stopp, ich komme hier. Ah! Voll zerquetscht hier. Na, wie leichtsinnig. Ich hätte meine Brille aufziehen sollen, wenn ich. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich durch, das ist gut. Ach, der hat auch so ein. Ah, er hat ja so eine. Okay. Shit. Der haut da ab. Ich will wieder rein. Hoch? Nee. Hä, wieso? Achso. Eventuell hier das Ganze besser regeln. Das sieht aus, als wäre resistent gegen die eigene Waffe. Dann müsste ich sozusagen mal was anderes probieren. Okay, jetzt weg. Kommt noch einer? Okay. Was passiert jetzt? Ah, der Generator wird wahrscheinlich zurückgeschoben. In allen Anschein. Nee. Super. Hin, kaputt. Oh! Ist noch einer gewesen. Zwei. Okay. Hilfe, jetzt befinde ich mich zwischen zweien. Okay. Ist da eine Öffnung? Uah, da will ich ja nicht gebraten werden, Leute. Moment. Bloß nicht zu nah dran. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, hier gibt's ein Gitter. Hier gibt's auch ein Gitter. Ah, verstehe. Los, rüber. Ja, sehr gut. Was passiert hier? Etwas zum Ausschalten. Okay. Was habe ich denn jetzt ausgeschaltet? Hier bewegt sich doch noch alles. Da hinten auch. Übelst.
muss ich wieder zurück oder wie oder was? Ich muss an der Decke was zum Abschneiden. Nein. Also hier komme ich definitiv nicht weiter, das ist klar. Ach, da hinten muss ich rein, wa? Oder bin ich daher? Mein Gott, diese Orientierung immer hier. Kann ich mich echt nicht dran gewöhnen. Jetzt geh mal zurück hier. Ich möchte ganz gerne wissen. So. So, da hinten ist ja der Eingang. Jetzt gucken wir da mal. Mal auf die Seite eventuell raus, wenn mich nicht alles täuscht. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Muss ich denn jetzt hier drauf? Und dann kurz bevor... Au, war ja Risiko! Ach, der Strahl kommt nicht. Wow, ich dachte, der Strahl käme noch. Ich bin aber ja, hab das Ding ja ausgestellt, ne? So, dafür ist der Strahl hier noch aktiv. Aha. Oh wei, oh wei. Leute, das heißt... 21, 22, 23, 24... Muss ich es riskieren, dass ich hier durchlaufe? Anders geht's ja nicht. Okay, hier kann ich wieder. Da hat sich wieder einer versteckt. Ich bin durch, ich bin durch. Okay, ich bin durch. Hier haben wir wieder etwas Gebärendes. Da will ich mich aber nicht drauf aus. Aha, okay. Wie lustig. Ich kann jetzt durch die Wand. Hä? War es echt eine Wand? Tatsache. Coole Sache das. So macht Spaß. Okay, nehmen wir erstmal dich. Kann ja sein, dass noch diese komischen Vagina-Spinnen kommen. Na, sorry für diesen Ausdruck, aber was kommen die denn sonst raus? Okay. Deaktivieren oder aktivieren. Yep. Was haben wir jetzt gemacht? Was haben wir aktiviert? Was haben wir deaktiviert? Okay, gehen wir mal wieder hier hin. Guck mal, wie diese Welt jetzt aussieht. Nee. Hier komme ich auch nicht durch. Hier geht's in die Tiefe. Das heißt, hier bin ich ja rüber. Das Ding ist aktiviert. Für was denn? Ich muss zurück, so wie ich das sehe. Nein, ich meine hierhin. Werde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und bleibt weiterhin am Ball. Grüße euch und sage Tschüss.